Links ist ein Beispielgraph mit 6 Knoten, V1 bis V6. An den Kanten sind die Längen abgetragen. Rechts ist die Eingabematrix zu sehen. Das heißt, ein Matrixeintrag ist die Länge der Kante vom Zeilenknoten zum Spaltenknoten. Wenn es keine solche Kante gibt, steht dort unendlich. Mit anderen Worten, die Matrix enthält die kürzesten Pfade mit maximal einer Kante. Denn, wie schon im Video zu Dijkstra gesagt, ist unendlich die kürzeste Pfadlänge bei einer leeren Pfadmenge. Die Ergebnismatrix M wird also initialisiert als Kopie der Eingabematrix L. Das ist das Ergebnis der ersten Iteration. Die gelb markierten Einträge haben sich geändert. Die Ergebnismatrix enthält jetzt die kürzesten Pfadlängen mit maximal zwei Kanten. Betrachten Sie zum Beispiel den Eintrag in Zeile 1 und Spalte 2. Hier steht eine 11, denn es gibt nur einen Pfad mit zwei Kanten von V1 nach V2, nämlich über V6, und dieser Pfad hat Länge 9 plus 2, also 11. Gehen wir noch einmal zurück zur Situation vor der ersten Iteration. Hier stand in der ersten Zeile und zweiten Spalte noch eine 15. Das ist die Länge der Kante von V1 nach V2, also die einzige und damit kürzeste Länge über maximal eine Kante. Betrachten Sie in der ersten Zeile jetzt Spalte 4 und Spalte 5. In beiden Einträgen steht vor der ersten Iteration unendlich, weil es keine Kante von V1 nach V4 oder V5 gibt. Nach der ersten Iteration stehen hier jetzt endliche Werte. In Spalte 4 steht die Länge des Pfades von V1 nach V4 über V3 und in Spalte 5 steht die Länge des Pfades von V1 nach V5 über V2. Beachten Sie, dass es von V1 nach V4 noch einen zweiten Pfad mit nur zwei Kanten gibt, nämlich über V2. Der hat Länge 15 plus 3 gleich 18 und wird daher verworfen. Das ist jetzt die Situation nach der zweiten Iteration. Die Matrix enthält jetzt die kürzesten Pfade mit maximal drei Kanten. Zum Beispiel der Eintrag in Zeile 6 und Spalte 1 hat sich von unendlich auf 13 geändert. Das ist die Länge des Pfades von V6 nach V1 über V2 und V5. Andererseits, beispielsweise die Einträge in der dritten Zeile in Spalte 4 und 5 haben sich in der zweiten Iteration nicht geändert, weil es in beiden Fällen keinen Pfad mit zwei Kanten gibt, der kürzer ist als der kürzeste Pfad mit maximal einer Kante. Die Situation nach der dritten Iteration. Die Matrix enthält jetzt die kürzesten Pfadlängen mit maximal vier Kanten. Das ist dann auch allgemein die Invariante. Nach i-Iteration steht in jedem Matrixeintrag die kürzeste Pfadlänge mit maximal i plus 1 Kanten. Für den Induktionsanfang reicht es, die Matrix wie üblich als die Eingabematrix zu initialisieren. Im Induktionsschritt ist diese Formel zu implementieren. Falls in dieser Iteration keine Verbesserung zu finden ist, ist der neue Wert des Matrixeintrags gleich dem alten Wert. Das ist die Formel für Verbesserungen. Was besagt diese Formel? Nun, der kürzeste Pfad von V nach W mit I plus 2 Kanten muss ja einen letzten Knoten X vor W haben. Der Teilpfad von V nach X ist dann natürlich ein kürzester Pfad von V nach X mit maximal I plus 1 Kanten. Und diese Pfadlänge findet sich in der alten Matrix im Eintrag für V und X. Nur noch die Kantenlänge von X nach W addiert und fertig. Natürlich nehmen wir das Minimum über alle solche X. Wir setzen nach der dritten Iteration wieder auf. Nun nach der vierten Iteration die kürzesten Pfadlängen mit maximal 5 Kanten. Mehr als 5 Kanten, also 6 Knoten, kann natürlich kein kürzester Pfad haben. Also sind das die wirklich kürzesten Pfadlängen. Das heißt, wir sind fertig. Wir verfolgen den Algorithmus in diesem Beispiel noch einmal anhand von zwei einzelnen Knotenpaaren. Zuerst das Knotenpaar V1, V5. Da es keine direkte Kante von V1 nach V5 gibt, ist der initiale Eintrag unendlich. Es gibt einen Pfad mit zwei Kanten und Länge 19.
Einfahrt mit drei Kanten ist kürzer. Kein Pfad mit vier Kanten ist noch kürzer. Aber ein Pfad mit fünf Kanten ist doch noch kürzer. Und fertig. Zweites Beispiel von V5 nach V2. Wieder keine direkte Kante vorhanden, also wieder initial unendlich. Es gibt aber einen Pfad mit zwei Kanten und ein Pfad mit drei Kanten ist kürzer. In diesem Fall gibt es gar keinen Pfad mit vier Kanten, also auch keinen kürzeren. Aber es gibt wieder einen Pfad mit fünf Kanten, der zudem kürzer ist. Und fertig. Noch einmal das Endergebnis aus unserem Beispiel. Nach der vierten Iteration haben wir nicht mehr verfolgt, wie es weitergeht, denn weitere Iterationen können keine noch kürzeren Pfade bringen. Warum? Weil ein kürzester Pfad jeden Knoten nur einmal durchlaufen und somit maximal Knotenzahl minus 1 viele Kanten haben kann. Trotzdem macht der Algorithmus immer noch eine Iteration mehr. Also insgesamt Anzahl Knoten minus 1 viele Iterationen, in diesem Beispiel also noch eine fünfte Iteration. Aber die ändert überhaupt nichts. Warum also eine fünfte Iteration? Nun, das bisher betrachtete Beispiel zeigt ja noch nicht die ganze Geschichte. Wir haben bisher negative Zügel außer Acht gelassen. Hier sehen wir ein Beispiel mit negativen Zügeln, zum Beispiel der Zügel V1, V2 und V5. Das hier ist die Situation nach der zweiten Iteration. Für V1, V2 und V5 ist der negative Zügel der kürzeste Pfad zu sich selbst mit maximal drei Kanten. Daher stehen bei V1, V2 und V5 negative Werte auf der Hauptdiagonalen. Negative Zügel offenbaren sich durch negative Werte auf der Hauptdiagonalen. Das ist das Endergebnis nach fünf Iterationen. Der entscheidende Punkt dafür, dass wir doch noch eine Iteration mehr brauchen, also insgesamt Anzahl Knoten minus 1 viele Iterationen, ist der. Es könnte sein, dass es nur negative Zügel gibt, die alle Knoten durchlaufen und somit maximale Länge haben. In diesem Beispiel gibt es nur negative Zügel mit Anzahl Knoten viele Kanten, nämlich 5. Erst nach Anzahl Knoten minus 1 Iterationen, also 4 Iterationen im Beispiel, offenbart sich ein solcher Zügel auf der Hauptdiagonalen. Alle Pfade von einem Knoten zu sich selbst mit höchstens 4 Kanten haben nämlich positive Längen. Hier ist noch einmal die Formel aus dem Induktionsschritt von Bellman-Ford. Diese Formel lässt sich noch vereinfachen. Denn das erste Argument zur äußeren Minimumsbildung ist gerade der im zweiten Argument explizit ausgelassene Spezialfall, dass x gleich w ist. Diese letzte Formel merken wir uns kurz, denn wir schieben einen kleinen Exkurs ein über ein scheinbar völlig anderes Thema: Multiplikation von zwei Matrizen. Sie kennen die Multiplikationsformel. Hier noch einmal etwas anders geschrieben. Es ist allgemein üblich, über Mengen zu summieren wie hier. Die Schreibweise i gleich 1 unter dem Summenzeichen und n über dem Summenzeichen entspricht dann der Summation über der Menge 1 bis n. Jetzt wieder zurück zur Formel für Bellman-Ford. Die Struktur ist identisch, außer dass die Multiplikation durch die Addition und die Addition durch die Minimumsbildung ersetzt wurde. Noch einmal beide Formeln im Vergleich. Sowohl mit Multiplikation und Addition als auch mit Addition und Minimumsbildung bilden die reellen Zahlen einen mathematischen Ring. Matrixmultiplikation ist für jeden beliebigen Ring definiert, und zwar durch Anwendung genau dieser Formel auf jedes Paar i und j. Das heißt, eine Iteration von Bellman-Ford kann man auch auffassen als eine Multiplikation der Ergebnismatrix mit der Eingabematrix. Die Ergebnismatrix
durchläuft alle Potenzen der Eingabematrix von 1 bis Anzahl Knoten minus 1. Die Einsicht, dass eine Iteration von Bellman-Ford einer Matrixmultiplikation entspricht, kann man weiterspinnen. Das Resultat ist Repeated Squaring. Statt die aktuelle Matrix immer mit der Eingabematrix L zu multiplizieren, kann man sie auch mit sich selbst multiplizieren. Damit steigt die Potenz nicht einfach um 1, sondern sie verdoppelt sich gleich. Umgekehrt gesagt, die Anzahl der Iterationen ist nicht mehr linear, sondern nur noch logarithmisch in der Knotenzahl. Dies ist wieder die Situation nach der Initialisierung. In der ersten Iteration ist m gleich l, das heißt Multiplikation von m mit l und Multiplikation von m mit sich selbst ist dasselbe. Wir bekommen dasselbe Ergebnis wie aus der ersten Iteration von Bellman-Ford. Aber die Potenz 3 überspringen wir schon und erhalten gleich m hoch 4. Und die nächste Potenz ist gleich m hoch 8. Mit m hoch 8 kann der Algorithmus stoppen. Warum ist m hoch 8 okay, wenn die Knotenzahl doch nur 6 ist? Nun, wir haben schon beim einführenden Beispiel für Bellman-Ford gesehen, wenn es keine negativen Zyklen gibt, dann sind alle höheren Potenzen von m identisch, also auch m hoch 8. Wenn es hingegen negative Zyklen gibt, dann ändert sich die Matrix durch weitere Potenzierung zwar noch, aber da Einträge immer nur kleiner, nie größer werden können, bleibt es dabei, dass die Zyklen sich durch negative Einträge auf der Hauptdiagonale bemerkbar machen. Bisher durfte die Knotenmenge völlig unstrukturiert sein. Jetzt nummerieren wir die Knoten irgendwie durch, Reihenfolge ist egal, aber fest. Geändert durch die erste Iteration haben sich die Einträge in Zeile 5 und Spalte 2, 3 und 6. Hier stand jeweils vorher unendlich, weil es keine direkte Kante von V5 zu den Knoten V2, V3 und V6 gibt. Es gibt aber jeweils einen Umweg über V1. Und der hat eben Länge 7 plus 15 bzw. 7 plus 1 bzw. 7 plus 9. Von Knoten 5 zu Knoten 4 gibt es keinen Pfad über V1, daher steht hier weiterhin unendlich. In der zweiten Iteration bleibt V1 weiterhin im Spiel, aber V2 kommt nun neu ins Spiel. Betrachten Sie zuerst die beiden Änderungen in der sechsten Zeile. Hier stand vorher unendlich, weil es weder direkt mit einer Kante noch indirekt über V1 einen Pfad von V6 zu V4 bzw. von V6 zu V5 gibt. Es gibt aber jeweils einen Pfad über V2 mit Länge 2 plus 3 bzw. 2 plus 4. Die Änderung in der fünften Zeile ist anderer Natur. Es gibt weder einen Pfad von V6 nach V4 über V1 allein, noch einen Pfad über V2 allein. Aber es gibt einen Pfad über V1 und V2 und der hat Länge 7 plus 15 plus 3 gleich 25. Jetzt haben wir ausreichend vielfältige Beispiele gesehen, um das Muster dahinter zu verstehen. Das ist die Invariante. Wenn es einen Pfad gibt, dessen Zwischenknoten allesamt in den ersten i-Knoten gemäß Nummerierung sind, dann steht im Eintrag die Länge eines kürzesten solchen Pfades. Vor der ersten Iteration ist die Menge der zulässigen Zwischenknoten leer. Endliche Werte kommen also nur durch direkte Kanten zustande. Das heißt, es ist wieder richtig, die Ergebnismatrix als Eingabematrix zu initialisieren. Und das ist dementsprechend die Formel für die Aktualisierung für ein Knotenpaar VW. Wie üblich, wenn wir in der aktuellen Iteration nichts Besseres finden, bleibt es beim alten Wert. Das ist die kürzeste Pfadlänge über die Knoten Nummer 1 bis i-1. Etwas Besseres finden wir potenziell durch Einbeziehung des Knoten VI. Was ist ein Pfad von V nach W, der VI als einen Zwischenknoten enthält und ansonsten sind alle Zwischenknoten eine Auswahl aus V1 bis VI-1? Nun, das ist ein Pfad wie dieser. Ein Teilpfad von V nach VI mit Zwischenknoten nur aus V1 bis VI-1 und ein Teilpfad von VI nach W ebenfalls mit Zwischenknoten nur aus V1 bis VI-1. Und der Gesamtpfad ist kürzest genau dann, wenn beide Teilpfade kürzest sind.
Und genau das besagt dieser Teil der Formel. Der kürzeste Pfad von V nach W über VI, der ansonsten nur Zwischenknoten aus V1 bis VI-1 enthält, besteht aus dem kürzesten solchen Pfad von V nach VI und dem kürzesten solchen Pfad von VI nach W. Nach drei Iterationen sind dann die ersten drei Knoten mögliche Zwischenknoten. Nach vier Iterationen die ersten vier. Nach fünf Iterationen die ersten fünf. Nach sechs Iterationen sind alle Knoten als Zwischenknoten erlaubt. Damit sind die aktuell kürzesten Pfadlängen natürlich die wirklichen kürzesten Pfadlängen und wir sind fertig. Nach i größer gleich 0 Iterationen ist der Eintrag für Knoten V und Knoten W in der Matrix gleich der Länge des kürzesten Pfades von V nach W mit maximal i plus 1 Kanten. Wenn es keine negativen Züge gibt, dann folgt aus der Invariante sofort, dass der Eintrag für V und W nach Anzahl Knoten minus 2 Iterationen gleich der Länge eines wirklich kürzesten Pfades von V nach W ist. Gibt es hingegen einen negativen Zügel, dann folgt aus der Invariante sofort, dass sich ein solcher Zügel nach spätestens Zügellänge minus 1 Iterationen dadurch bemerkbar macht, dass bei allen Knoten auf dem Zügel ein negativer Wert auf der Hauptdiagonale in der Matrix steht. Wenn es überhaupt negative Zügel gibt, dann gibt es natürlich auch einen negativen Zügel, der jeden Knoten maximal einmal enthält. Auch die Präsenz eines negativen Zügels lässt sich daher mit Anzahl Knoten minus 1 Iterationen feststellen. So oder so liegt das korrekte Ergebnis nach Anzahl Knoten minus 1 Iterationen vor. Damit die Invariante von Anfang an gilt, wird die Ergebnismatrix einfach als Kopie der Eingabematrix initialisiert. Um die Invariante durchzuhalten, wird in der ith Iteration jeder einzelne Matrixeintrag aktualisiert. Und zwar wird für jedes Knotenpaar V und W geprüft, ob es Pfade der Länge i plus 1 von V nach W gibt, die kürzer als der kürzeste bisher gefundene Pfad von V nach W sind. Dazu ist es nicht notwendig, sich diese Pfade vollständig anzuschauen, sondern es reicht, für jeden Knoten x zu schauen, ob er der letzte Knoten vor W auf einem solchen Pfad ist. Die Länge des kürzesten Pfades mit i plus 1 Kanten von V nach W über letzten Knoten x ist einfach die Länge des kürzesten Pfades mit i Kanten von V nach x plus die Länge der Kante von x nach w. Für jedes x geht das in konstanter Zeit. Wie wir schon festgestellt haben, reichen Anzahl Knoten minus 1 Iterationen, also lineare Knotenzahl. In jeder Iteration werden alle Matrix-Einträge aktualisiert, das sind Anzahl Knoten zum Quadrat viele. Aktualisierung des Eintrags für v und w bedeutet, alle Knoten x durchzugehen und jeweils in konstanter Zeit den Ergebnismatrix-Eintrag für V und X plus Kantenlänge von X nach W zu berechnen und mit dem besten bisher gefundenen Wert zu vergleichen. Insgesamt ergibt es sich asymptotische Komplexität Knotenzahl hoch 4. Bellman-Ford kann aufgefasst werden als Berechnung der Potenzen der Eingabematrix durch iterierte Multiplikation mit der Eingabematrix bis zur Potenz Anzahl Knoten minus 1. Entscheidend ist die Einsicht, falls es keine negativen Zyklen gibt, dann sind alle höheren Potenzen identisch zur Potenz Anzahl Knoten minus 1. Und wenn es negative Zyklen gibt, dann zeigen sich diese auch bei höheren Potenzen als Anzahl Knoten minus 1 durch negative Werte auf der Hauptdiagonalen. Daher kann man auch die Ergebnismatrix statt mit der Eingabematrix immer mit sich selbst multiplizieren. Damit erhalten wir die Eingabematrix hoch 2, hoch 4, hoch 8, hoch 16 und so weiter bis zur ersten Zweierpotenz größer oder gleich der Anzahl Knoten minus 1. Die Anzahl der Iterationen ist dann nicht mehr linear, sondern nur noch logarithmisch in der Anzahl Knoten. Insgesamt ergibt sich als asymptotische Komplexität Knotenzahl hoch 3 mal Logarithmus Knotenzahl. Im Algorithmus von Floyd-Warshall sind alle Knoten durchnummeriert. Nach i größer gleich 0 Iterationen enthält der Matrix-Eintrag für ein Knotenpaar V und W die Länge eines kürzesten Pfades von V nach W, bei dem alle Zwischenknoten aus den ersten i-Knoten gemäß Nummerierung entnommen sind.
aus der Invariante folgt sofort, wenn es keine negativen Zyklen gibt, dann sind die Matrix-Einträge nach Anzahl Knoteniterationen genau die Distanzen. Wenn es doch negative Zyklen gibt, dann machen sie sich nach Anzahl Knoteniterationen durch negative Einträge auf der Hauptdiagonale bemerkbar. So oder so ist das Ergebnis nach Anzahl Knoteniterationen korrekt. Damit die Invariante von Anfang an gilt, wird die Ergebnismatrix einfach als Kopie der Eingabematrix initialisiert. In der iden Iteration wird der Matrix-Eintrag zu jedem Knotenpaar V und W aktualisiert, indem geprüft wird, ob der bislang kürzeste gefundene Pfad von V zum Iden-Knoten und der bislang kürzeste gefundene Pfad vom Iden-Knoten zu W zusammen kürzer sind als der bislang kürzeste gefundene Pfad von V nach W. Die Anzahl Iterationen ist linear in der Anzahl Knoten. In jeder Iteration sind alle Matrix-Einträge zu aktualisieren. Aktualisierung eines Matrix-Eintrags kostet konstanten Aufwand. Insgesamt ergibt sich asymptotische Komplexität Anzahl Knoten hoch 3.